Deutschland, Geniesforscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Heinrich Hertz, die elektromagnetischen Wellen. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, dies ist jetzt der 30. Vortrag in der Reihe und damit ist die Hälfte der Vorstellungen erreicht. Ich nehme es zum Anlass, noch einmal ein längeres Vorwort voranzustellen, wie ich es auch im Kapitel 1 bei Albertus Magnus getan habe. Es soll die Motivation für diese Vorträge noch einmal besser erläutern. Die weiteren Vorträge werden wieder kurze Vorworte haben. Also, uns Deutschen mangelt es heute an Selbstbewusstsein und positivem Selbstwert. Es fehlt auch an historischem Wissen und begründetem Stolz auf unsere tüchtigen Vorfahren. Ein normales, ein nicht übersteigertes Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein von sich selbst, ist die Voraussetzung dafür, die eigenen Interessen im Dialog mit anderen Völkern zu vertreten, zum Nutzen unserer Kinder und Enkel. Dazu muss man die Vergangenheit kennen. Lange haben wir uns fokussiert auf die dunklen Phasen unserer Geschichte. Das ist grundsätzlich wichtig und richtig, aber eben einseitig. Die Führung unseres Landes hat in den 1930er und 1940er Jahren große Fehler und Sünden begangen und die Mehrheit der Deutschen ist anfangs begeistert und später viel zu lange gefolgt. Ob wir Nachgeborenen allerdings klüger und tapferer gehandelt hätten, in einer modernen und alles umfassenden Diktatur mit Spitzeln bis in die Familie, das wage ich zu bezweifeln. Das alles sollte man bedenken, für sich im Inneren auch bearbeiten und Folgerungen daraus ziehen. Die Konsequenz fordert ein verständnisvolles und konstruktives Zusammenleben mit den besonders Betroffenen zu pflegen. Das sind neben anderen vorrangig unsere östlichen Nachbarvölker und das jüdische Volk, das Deutsche besonders gequält haben. Das darf aber nicht zur Lähmung und Verengung des eigenen Handelns führen. Es gibt nämlich eine zweite Seite, die goldene Seite der deutschen Medaille. Bis 1914 etwa waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Und in vielen Teilen der Welt gilt dieses Ansehen bis heute. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und der Menschheit sehr geholfen. Das ist heute aber entweder wenig bekannt und wird wenig gelehrt, oder es wird sogar bewusst ausgeklammert. Ich will im Folgenden nicht berichten über die großen deutschen Leistungen und Köpfe in den Geisteswissenschaften, der Philosophie oder den Künsten. Auch da gibt es hervorragende Maler, Musiker, Dichter und Philosophen. Das sollten Kenner mit größerer Sachkenntnis als ich in diesen Fächern vermitteln. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 bemerkenswerte deutsche Naturwissenschaftler, Forscher und Techniker vor. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Die Auswahl ist subjektiv und unvollständig. Sie gibt aber einen Eindruck über die Arbeiten und das Denken von Vorfahren, auf die wir und die ganze Welt stolz sein können. Sie können uns Vorbilder sein. Ein positives Selbstbild ist eine Voraussetzung dafür, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, die durch die Migration in unseren gemeinsamen Erdteil Europa hinein entstehen, welche mit großen Gefahren für beide Seiten verbunden ist. Auf solcher Basis können Fremden unsere Herkunft sowie die lange und erfolgreiche deutsche und europäische Wissenschafts- und Kulturgeschichte dargestellt werden. Außerdem findet man bei uns heute in manchen Kreisen eine gepflegte Distanz zu Naturwissenschaften und Technik, die auf Unkenntnis und Hochmut beruht. Auch dem will ich entgegenwirken und Wissen nahebringen. Unsere Naturwissenschaftler und Techniker der Vergangenheit haben der ganzen Welt unglaublich viel geholfen. Wir sollten geistig offen und optimistisch bleiben und unseren Ingenieuren von morgen freie Rahmenbedingungen geben, damit sie die Probleme der Zeit lösen können. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Das Inhaltsverzeichnis
zeigt die Persönlichkeiten und ihre Arbeiten als Übersicht. Heinrich Hertz, die elektromagnetischen Wellen, zunächst zur Biografie. Heinrich Rudolf Hertz wurde am 22. Februar 1857 in Hamburg geboren und starb am 1. Januar 1894 in Bonn mit erst 37 Jahren an den Folgen einer Operation wegen einer Wegenerschen Granulomatose. Das ist eine auch heute noch schwer zu behandelnde Autoimmunerkrankung. Heinrich Hertz entstammte einer angesehenen hanseatischen jüdischen Familie. Sein Vater, Gustav Ferdinand Hertz, konvertierte zum lutherischen Christentum. Er war Rechtsanwalt, Richter, zuletzt Senator und Vorsitzender der Hamburger Justizverwaltung. Die Mutter war Anna Elisabeth, eine geborene Pfefferkorn, die Tochter eines lutherischen Garnisonarztes. Heinrich Hertz hatte vier Geschwister. Der Bruder Gustav Theodor wurde der Vater des Physik-Nobelpreisträgers Gustav Ludwig Hertz. Dieses hektische Hintergrundbild mit dem Aussenden von elektromagnetischen Wellen von einer Antenne sei der Hintergrund zu der Aussage zu seiner Hauptleistung. Heinrich Hertz gelang es als erstem 1886, freie elektromagnetische Wellen im UKW-Bereich mit einer Frequenz von etwa 80 MHz experimentell zu erzeugen, von einem Sender zu einem Empfänger zu übertragen und dort auch nachzuweisen. Zur weiteren Biografie von Heinrich Hertz. Nach dem Abitur und einem einjährigen Militärdienst begann Heinrich Hertz Physik und Mathematik an der TH München zu studieren und wechselte 1878 an die Berliner Universität. Er promovierte mit 23 Jahren und war danach 2 Jahre Forschungsassistent bei Hermann von Helmholtz, siehe Kapitel 27. 1883 wurde Heinrich Hertz Privatdozent in Kiel und von 1885 bis 1889 Professor für Physik in Karlsruhe sowie ab 1889 Professor für Physik in Bonn. 1892 wurde bei ihm nach einem schweren Migräneanfall eine Wegenersche Granulomatose festgestellt. Er starb an den Folgen einer deswegen vorgenommenen Operation 1894 in Bonn mit erst 37 Jahren. In Hamburg-Ohlsdorf ist er bestattet. Heinrich Hertz heiratete 1886 Elisabeth Doll, mit der er 2 Töchter hatte, die kinderlos blieben. In der NS-Zeit wurde Heinrich Hertz wegen seiner jüdischen Herkunft diskreditiert. Vorher und nachher wurde er geehrt. Die größte Ehrung ist, dass die Einheit der Frequenz, also die Vorgänge pro Zeit, das heißt zum Beispiel die Schwingungen pro Sekunde, seit 1930 nach ihm benannt sind. Heinrich Hertz stammt, auch wenn er nach den Töchtern keine eigenen direkten Nachkommen hatte, aus einer sehr begabten Familie. Seine Tochter Mathilde, 1891 in Bonn geboren und 1975 in Cambridge gestorben, wurde eine bekannte Biologin, deren Arbeit und Lebensleistung durch die NS-Zeit und die Emigration nach England gestört wurden. Ein Neffe, Gustav Ludwig Hertz, 1887 bis 1975, erhielt den Physik-Nobelpreis 1925. Dessen Sohn, Karl Helmut Hertz, 1920 bis 1970 hier im Bild, arbeitete entscheidend an der Entwicklung der medizinischen Sonographie mit. Zum Werk von Heinrich Hertz und seiner Wirkung. Mit dem Erzeugen, Senden und Empfangen von elektromagnetischen Wellen bestätigte Heinrich Hertz die von dem schottischen Physiker James Clerk Maxwell 1831 bis 1879 entwickelten wichtigen Grundgleichungen des Elektromagnetismus. Der an Magenkrebs früh verstorbene und geniale Maxwell hatte die Existenz von elektromagnetischen Wellen vorausgesagt und berechnet. Hier ein schönes, späteres Bild von Heinrich Hertz, das ihn in seinem Institut zeigen soll. Mit dem Funkeninduktor
als Sender auf dem Tisch und dem Empfänger einer kreisförmigen Dipolantenne, die allerdings etwas anders gearbeitet war, in seiner Hand. Die elektromagnetischen Wellen wurden durch den Hertzschen Oszillator 1886 erzeugt und nachgewiesen. Das war eine Versuchsanordnung auf drei Tischen. Der Sender war eine Dipolantenne mit einer Funkenstrecke in der Mitte und der Empfänger war 10 Meter entfernt, ein offener Drahtring, der die gesendeten elektromagnetischen Wellen in Resonanz auffing und durch Strom und ebenfalls eine synchrone Funkstrecke nachwies. Hier noch etwas genauer der Vorgang bei dem ersten Funksender, dem ersten Radiosender von Heinrich Hertz. Dieser war ein Dipolresonator, also ein Schwingkreis. Aus zwei isolierten, 1 Meter langen Kupferdrähten, die in 30 cm großen Zinkkugeln endeten, mit einer Funkenstrecke in der Mitte von 7,5 mm. Wenn jetzt eine Induktionsspule eine Spannung von 20.000 Volt, also eine Hochspannung, zwischen beiden Seiten anlegte, dann erzeugte dies Funken über die Funkenstrecke und diese erzeugten stehende Wellen von Hochfrequenzstrom in den Drähten, die daraufhin Funkwellen ausstrahlten mit der Frequenz von etwa 50 MHz, wie die heutigen TV-Sender. Hier nur zur Illustration noch einmal Funken in einer Funkenstrecke, in diesem Falle ein Hochspannungsdurchschlag in einem Lichtbogen. Und das ist jetzt der Empfänger der damaligen Zeit. Heinrich Hertz verwendete eine Resonatorantenne als Radiowellendetektor in seinen ersten Experimenten, um die Existenz von Funkwellen zu beweisen. Dieser Empfänger bestand aus einer Wendel, also einem gewickelten Draht aus Messing, in Form eines Ringes mit einer Funkenstrecke zwischen den Enden und fungierte als Viertelwellenantenne. Wenn die Radiowellen, die von ihm durch einen Funkenstreckensender erzeugt wurden, auf der Resonanzfrequenz der Drahtschleife waren, erzeugten sie eine hohe Spannung zwischen den Enden des Drahtes und es ergab sich eine winzige Funkenstrecke, mit der er durch ein Mikrometer die Feldstärke abschätzen konnte. Hier ein Radioempfänger in einer genauen technischen Darstellung. Eine Halbwellen-Dipolantenne empfängt elektromagnetische Wellen von einer fernen Radioquelle. Die Antenne selbst besteht aus zwei Metallstäben mit einer Länge von jeweils einem Viertel der Wellenlänge. Die Stäbe sind über eine Übertragungsleitung mit dem Widerstand R verbunden, der den Empfänger darstellen soll. Die elektromagnetische Welle wird zur Vereinfachung durch ihr grünes elektrisches Feld E nur entlang einer Linie gezeigt, obwohl die Radiowelle als flächenhafte Ebene ankommt. Das Magnetfeld der Welle wird gar nicht angezeigt, steht aber immer senkrecht auf dem elektrischen Feld. Das oszillierende elektrische Feld übt Kraft auf die Elektronen in den Antennenstäben aus, wodurch sie sich in Strömen, schwarze Pfeile, zwischen den Enden der Antennenstäbe hin und her bewegen und die Enden der Antenne abwechselnd positiv und negativ aufladen. Da die Antenne bei der Frequenz dieser Radiowelle eine halbe Wellenlänge lang ist, regt sie stehende Wellen von wechselnder Spannung, V, rotes Band, und Strom in der Antenne an. Die oszillierenden Ströme, die von einem Antennenelement zum anderen hin und her fließen, fließen die Übertragungsleitung hinunter und durch den Funkempfänger R, wo sie entschlüsselt werden. Die Aktion wird hier verlangsamt gezeigt. In Wirklichkeit schwingen die Radiowellen mit Zehntausenden bis Milliarden von Zyklen pro Sekunde hin und her. Heinrich Hertz wies nach, dass sich diese neuen Wellen auf die gleiche Art und mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten wie Lichtwellen. Elektromagnetische Wellen oder weniger genau elektromagnetische Strahlung sind Wellen aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern, die aufeinander senkrecht stehen, hier in der Animation zu sehen. Sie benötigen kein Medium zur Ausbreitung, wie zum Beispiel Schallwellen. Sie breiten sich auch im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit aus, zum Beispiel im Weltall über weiteste Strecken. Und mit veränderten Geschwindigkeiten auch in anderen Medien. Hier noch einmal zur Erinnerung,
Die Sonne strahlt ein breites Spektrum an elektromagnetischen Wellen ab, für uns Menschen sichtbar. Sichtbar ist nur ein schmaler Bereich von 400 Nanometer bis 700 Nanometer als sichtbares Licht hier in der Mitte dargestellt. Jenseits des blauen Bereiches nach links folgt dann die ultraviolette Strahlung, die Röntgenstrahlung und die harte Gammastrahlung. Und jenseits des für uns nicht sichtbaren Bereiches nach rechts, vom roten Licht gesehen, folgt die Infrarotstrahlung, die Radarstrahlung und die Radiowellen. Elektromagnetische Wellen sind sogenannte Transversalwellen und daher auch polarisierbar. Sie können durch verschiedene Ursachen entstehen, zum Beispiel durch die schnelle Bewegung von geladenen Teilchen oder durch zeitlich veränderten elektrischen Strom, wie das bei der Funktechnik der Fall ist, oder durch die Energieänderung eines Atoms, aber auch durch die Bremsstrahlung, zum Beispiel in der Röntgenröhre, durch Molekülschwingungen oder in der Elementarteilchenphysik bei der Paarvernichtung. Zur praktischen Anwendung, zur Funktechnik oder Radiotechnik. Bei zeitlich veränderten elektrischen Strömen kommt es zu Schwankungen in der Welle, die in der Funktechnik beim Sender und auch beim Empfänger genutzt werden. Beim Sender wird eine Information, eine Nachricht, als Nutzsignal auf eine Trägerwelle moduliert, verändert, aufgeprägt. Entweder geschieht dies durch Amplitudenmodulation oder durch Frequenzmodulation. Hier in der Grafik das Prinzip von AM und FM. Dann wird die Welle abgestrahlt, jeder Sender hat eine spezifische Frequenz. Und in der auf die Sendefrequenz abgestimmten Empfängerantenne werden durch die ankommende Welle gleichartige Frequenzsignale induziert und nach Verstärkung das Signal demoduliert. Damit wurden die theoretischen Grundlagen für die bald darauf folgende drahtlose Funk-, Telegraphen- und Radiotechnik gelegt. Der Name geht tatsächlich darauf zurück, dass die ersten Wellenübertragungen von Heinrich Hertz durch Funken, Entladungen verursacht wurden. Ferner untersuchte Heinrich Hertz den äußeren Fotoeffekt hier im Bild und experimentierte zuletzt 1891 mit Kathodenstrahlen. Er bewies, dass diese dünne Metallfolien durchdringen können, was sein Schüler Philipp Lenard 1862 bis 1947 weiterführte. Für die Entwicklungen des Lenard-Fensters für Kathodenstrahlen aus Braunschen Röhren, siehe Kapitel 7 Ferdinand Braun, wurde Lenard 1905 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt. Philipp Lenard war ein hervorragender Wissenschaftler, kann aber nicht als deutsches Vorbild dienen, da er sich schon früh mit dem Nationalsozialismus verband. Hier ist das Schema des sogenannten äußeren photoelektrischen Effektes. Bei Bestrahlung mit energiereichem Licht werden aus der äußersten Oberfläche eines elektrischen Leiters Elektronen herausgelöst. Heinrich Hertz selber erkannte 1886 zunächst übrigens nicht die vielfältigen und fruchtbaren praktischen Konsequenzen der von ihm erzeugten und empfangenen elektromagnetischen Wellen. Das Schicksal gab ihm für solche Vorausschau auch nur noch 8 Jahre Zeit. Hier im Bild eine solche Anwendung. Der Detektor, der Empfänger eines großen modernen Radioteleskops in Australien. Die schüsselförmige Antenne wird dazu genutzt, um Radiowellen aus dem Weltall aufzufangen, also Signale von fernen Sternen. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Neugier und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich, wie Heinrich Hertz, genial und kreativ gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.